Okay, Leute, heute wollte ich mal darüber reden, wie man einen Clan auf Clefable Games gründet, wie dieser erfolgreich wird und wie dieser am längsten bestehen kann. Erstmal, Leute, fragt euch, hä? Clan auf Clefable Games, was ist das überhaupt? Ein Clan ist im Prinzip eine Gemeinschaft, wo man sagen kann, dass dieses Game frei ist und dass diese bestimmte Ziele verwirklicht. Und jetzt fragt ihr euch, ja, wie mache ich denn aber so einen Clan? Das ist ganz leicht, Leute. Ihr geht einfach auf den TS. Sucht euch ein paar nette Kollegen mit denen ihr spielen könnt, bei denen ihr wisst, die sind schon scamfrei. Dann gründet ihr mit denen einen Clan. Ihr müsst einfach nur einen Hashtag hinter euren Namen schreiben. Entweder Owner, das seid ihr denn ihr, der der Chef im Prinzip von diesem Clan ist, oder ihr nennt euch Ingame Sum. Ich würde immer dieses Ingame umbenennen, bevorzugen, weil das Ding ist, wenn mal irgendwie ein Mitglied rausfliegen sollte, wegen Scamming, trifft es den noch härter, weil er immer noch diesen Clan-Tag hinter den Namen hat. So, Leute, aber. Ja, ihr fragt euch jetzt, wie bringe ich einen Clan überhaupt zum Erfolg? Ihr bringt das zum Erfolg, indem ihr einfach entweder einen großen YouTuber, der bei euch drin habt, der schon Werbung für euch macht, oder ihr habt schon bei euch bekannte Spieler mit drin, die einfach schon so will, bei denen man weiß, die sind scamfrei, oder ihr werdet einfach so bekannt, indem ihr Bewerbungsphasen macht, indem ihr immer wieder Werbung für euch macht, indem ihr große Projekte zusammen realisiert, wo eine Community-Farm ist und ihr da euren Clan-Text so hinschreibt. Dadurch wird man bekannt, Leute. So, ja, aber was bringt es mir persönlich? Ihr fragt euch, ja, was bringt es denn den Mitgliedern, dass sie da Mitglied sind? Ganz einfach, Leute. Kleine Shopbetreiber haben ja meistens das Problem, die bekommen nichts verkauft. Und wenn die in einem Clan sind, wo man weiß, dass der scamfrei ist, dann kommen da auch immer viel mehr Leute rein und kaufen was bei denen. Das ist ja das Ding, Leute. Das bringt halt auch diese Bekanntheit von diesem Clan, macht es auch, dass viel mehr Leute da reinkommen und sagen: Jo, du bist scamfrei. Scamfrei, Digga, bei dir kaufe ich jetzt, keine Ahnung, mal für 10.000 Dollar, da, anstatt dass ihr jetzt 10.000 pro Tag Umsatz macht, macht ihr 100.000. Das bringt euch dieser Name, wenn ihr bekannt werdet. So, Leute, wie hält ein Clan eigentlich am längsten? Das ist einfach ganz leicht, Leute, indem man einfach zusammen Projekte verwirklicht, zum Beispiel irgendwie eine Community-Farm bauen, ein geiles Plot bauen und das halt immer, immer höher schraubt, diese Ziele, bis es irgendwann gar nicht mehr geht. So Leute, das war's jetzt mit meinem kleinen Tutorial dazu. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like und ein Abo da lassen. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.